Herzlich willkommen zum vorletzten Video über das Arbeitsblatt-Logarithmusfunktionen. Wir werden hier sehen, was es heißt, einen Logarithmus aufzuheben oder mit einem Logarithmus aufheben und wie man damit Logarithmusgleichungen nach Kochrezept lösen kann. Gut, beginnen wir mit dem Aufheben. Hier nochmal die Definition des Logarithmus. Also, der Logarithmus zur Basis a von b löst die Gleichung a hoch x ist gleich b. Gut. Nun müssten wir herausfinden, was hier folgt, dass a hoch Logarithmus zur Basis a von b ist. Also bei Definition ist das hier das x, also steht hier a hoch x und das ist bei Definition b. Das heißt, man kann das auch so sehen, a hoch Logarithmus zur Basis a löst sich auf und man kommt das Argument b zurück. Gut. Hier ist das Ganze nochmal verdeutlicht, wie es uns hilft, wenn wir das Argument vom Logarithmus isolieren wollen. Das heißt, hier haben wir jetzt statt Buchstaben Zeichen verwendet, einen Smiley und eine Achtelnote. Und LG ist der 10er-Logarithmus zur Basis 10. Das heißt, er löst 10 hoch wie viel ist gleich dieses b. Gut, jetzt haben wir das Argument, dieses wollen wir isolieren, hier das Smiley. Somit können wir im ersten Schritt 10 hoch auf beiden Seiten nehmen, haben wir 10 hoch Logarithmus vom Smiley, ist gleich 10 hoch der Note. Und weil sich der 10er und der LG auflösen, haben wir hier nur den Smiley stehen und der ergibt 10 hoch die Note. Und somit haben wir den Smiley isoliert. Das ganz gleiche funktioniert auch mit dem natürlichen Logarithmus zur Basis e. Hier können wir auch den Smiley isolieren und das wird heißen, laut der Anfangsgleichung, wenn der ln vom Smiley gleich die Note ist, ist der Smiley gleich e hoch die Note. Gut, wie hilft uns das, Logarithmusgleichungen zu lösen? Also bei Logarithmusgleichungen geht es darum, dass das Gesuchte, das x, im Argument vom Logarithmus steht. Na gut, hier wollen wir mal einen Vierer und den Dreier wegbringen, das heißt, am Anfang mache ich plus 4 und dann mache ich mal 3 und erhalte eine äquivalente Gleichung ln von 5 minus 42 mal x. Ist gleich zuerst 4 rübergebracht, dann steht da plus 4, dann mal 3, also 4 mal 3 ist 12. So, und jetzt verwenden wir die Regel des Aufhebens. Der ln ist der natürliche Logarithmus, also machen wir auf beiden Seiten der Gleichung e hoch. Hier hebt sich e hoch der natürliche Logarithmus auf und es bleibt das Argument übrig. Also 5 minus 42 mal x ist gleich e hoch 12. Gut, hier können wir noch minus 5 rechnen, also haben wir minus 42 mal x ist gleich e hoch 12 minus 5 und dann dividieren wir noch durch minus 42 und erhalten das isolierte Ergebnis für x. X ist gleich e hoch 12 minus 5 dividiert durch minus 42. Gut. Ich hoffe, du hast das gut lösen können. Ich rechne es dir hier nochmal vor. Also, wir sehen uns im nächsten Video.